das ist ja jetzt ein Luxus. Würde ich mal sagen. Das ist ja wieder klasse, dass so viele Leute da sind. Ja, Foxbar Valley steht dieses Jahr wieder an. Wir haben jetzt wieder ein bisschen was überlegt, ein bisschen durch den Wald zu fahren. Jeder, der hier ist, fährt auf eigene Gefahr. Also jeder ist ein bisschen privat hier. Das ist keine offizielle Veranstaltung. Im Wald wird es wahrscheinlich hier und da ein bisschen rutschig sein, aufgrund der Wetterlage. Ja. Ansonsten, wenn wir nachher zurückkommen, haben wir oben im Steinbruch wieder einiges aufgebaut. Essen und Trinken ist gesorgt. Es ist keine Rennveranstaltung, also alles easy peasy, locker flockig. Und dann können wir nachher schön gemütlich zusammen hier trinken. Oder was auch möchte. Auch zwei oder drei. Losfahren! Ja, warten wir einer war glaube ich noch auf der Toilette, den warten wir jetzt noch. Wenn der da ist, dann geht's los, würde ich sagen. Genau. Zur Information noch, wer sich bei den Trails unsicher ist oder vielleicht nicht so ganz so trailsicher ist, der Matthew, da hält man die Hand, Matthew, an den kann sich gehalten werden. Da kann man vielleicht da kann man vielleicht was umfahren oder sowas. Aber ansonsten ist eigentlich alles keine kritische Stelle drin oder so, alles fahrbar. Du! Sag ich ja. Also, lass die Knochen heil, safety first und bis nachher. Ja, ohne. Thank you.
Bisschen rutschig, weil er ziemlich frisch ist. Mika oder? Mika, ja. Oh! Hui. Servus, also weiter, da vorne ist etwas steiler. Links abdrehen, kicken wir. Nee, dafür bin ich zu alt. Ja.
Hoch. Der war jetzt ja schön, den könnt ihr nicht fahren, ne? So kann er. Ruhe, easy. Da ist, glaube ich, irgendwie nochmal so eine Luft. Oh, wo? Mal die alternative Linie. Ich glaube, ich bin auch zu alt für sowas. Hm? Doch nicht so alt. Oha! Oh. Sorry, ich kann nur noch geradeaus hier. Oh, wenn ich schon höre, OA, OA. Ja, gut, man kann doch auch langsam da reinfahren, dann geht's doch um. Ja, macht so keinen Spaß, gell? Ja. Er wollte ein bisschen Abstand lassen, weil er eh viel schneller ist, wie die anderen, wollte damit sagen. Nee, so ruhig, dass jetzt nicht drüber. Ja, aber so ein bisschen Luft ist ja
Holy. Warte, ich hänge hier fest. Oben, ja, alles gut. Gut, dass du hier richtig draus Ich wollte einen Ersatzakku mitnehmen. Ja, ich weiß. Weil ich da irgendwie jetzt zwangsgestört bin, seit ich einmal ohne Schaltung heimgefahren bin. Aber ich habe sie gestern nochmal aufgeladen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. So schön wie das ist, so scheiße ist es auch. Ist denn mal gut? Thank you.
wenn auch die wenigsten. Ich habe aber tatsächlich schon mal Leute getroffen. Aber Hünsberg, danke Specksnügel, weil sie gehört hat, dass es da viele Trails gibt. Warum auch immer. Wir haben ja nicht viel Öl mehr da. Aber wir haben halt viel Trails. Auf jeden Fall Öl mehr da. Gott sei Dank war die Regenhaube auf dem Rucksack, kann man nur sagen, eben bei dem Matschelauf, ne? Ne, bei dir nicht, Christian. Bei mir ist egal. Also mit einem habe ich auf jeden Fall gerechnet, dass man Regen hat. Ja, ja. Der hüpft dann da hoch, ne? Genau. Wenn ich so Passagen fahre, Adrian, mache ich immer meine Sattelstütze rein. Deswegen habe ich mir mal so eine Teleskopsattelstütze besorgt. Das ist ganz praktisch.